Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung mit mir, Alexander Kaiser, mit den Expertentipps zum Wochenende. Ja, und an diesem Renntag hier am Samstag und Sonntag, da warten wirkliche Highlights auf uns. Natürlich in Paris-Vincennes am Samstag und am Sonntag in Longchamp, dann natürlich in Galopp Deutschland und natürlich in England und Irland warten zahlreiche Gruppe 1 Rennen auf uns. Alle können Sie natürlich bei onex2.com bewetten. Ja, dann springen wir gleich mal rein ins Programm und zwar erstmal ins sechste Rennen am Samstag in Paris-Vincennes und zwar in dem Prix d'Étoile, das Benderschat-Rennen über 2200 Meter. Die Vierjährigen haben hier 50 Meter Zulage, die werden es ganz schwer haben. Ja, und Crystal Money, das Pferd hier von Thierry Duvaliston und das wird hier sicherlich favorisiert sein. Letztes Mal war er Favorit, aber enttäuschte wirklich sehr stark, hat eine Bestzeit von 13,2 über 2100 Meter. Ja, und Captain Crazy, der gewann das Rennen hier. Das Pferd geht immer mit Tony Lebelli und der hat auch noch wenig falsch gemacht im Leben. Ein wirkliches Top-Pferd. Und es würde mich nicht wundern, wenn er hier natürlich gewinnen würde. Ich gehe aber mit dem dritten im Bunde. Und zwar ist das Coquin Bébé. Das ist das Pferd hier von Franck Leblanc mit Jean-Michel Bazire. Letztes Mal zwar ein siebter Platz. Das war hier natürlich gegen Captain Crazy. Aber das sollte man streichen, denn die Rennen davor in Enghien, die waren wirklich sehr stark. Da gewann er zwei Stück. Und Jean-Michel kennt das Pferd in- und auswendig und hat in den letzten Wochen auch wirklich tolle Leistungen gezeigt. Und deswegen gehe ich mit Coquin Bébé im sechsten Rennen am Samstag in Paris-Vincennes. Und dann geht es weiter nach Doncaster. Da wartet das englische Sangle Ledger auf uns. Eine Meile und sechs Furlongs. Ja, und hier sind drei Pferde eigentlich favorisiert. Zwei davon kommen aus dem O'Brien-Stall. Letztes Mal der Schlüsselrennen war natürlich Bondi Beach gegen Storm the Stars. Da hatte Storm the Stars knapp die Nase vorn gegen Bondi Beach. Das war ein wirkliches Top-Finish, was die beiden dort abgeliefert haben. Und es würde mich natürlich nicht wundern, wenn Bondi Beach die Form drehen würde. Bondi Beach zuletzt vor der Niederlage hat er gewonnen über 2800 Meter. Und das sollte ihm natürlich zugutekommen. Also der kann die längeren Distanzen. Genauso wie Order of St. Georgia. Das Pferd geht mit Colm O'Donoghue. AP O'Brien ist auch hier der Trainer. Ja, und dieses Pferd wurde genau auf dieses Rennen eigentlich gemanagt, hat immer Rennen gelaufen mit größeren Distanzen und das hat er auch souverän gemeistert. Sehr viel überlegen gewonnen und jetzt muss er zeigen, was diese Formen wert sind. Ich gehe aber wirklich mit dem dritten im Bunde und zwar ist das Storm the Stars. Also ich gehe gegen die O'Brien-Pferde, denn das Pferd ist vom Typ her einer, der immer weitergeht. Und das hat er auch in den letzten Rennen gezeigt. Hat schon größere Gruppe 1 Klasse Pferde gesehen hier. Und für mich hält die Form hier. Und er wird nochmal Bondi Beach schlagen und auch den zweiten O'Brien Starter. Also ich gehe mit Storm the Stars hier aus dem Heggestall mit Pat Cosgrove, der auch gesagt hat, das Pferd ist toll in Form. Und der Vorkurs liegt etwa bei 35. Und dann geht es weiter zum Sonntag nach Paris-Longchamp ins Gruppe 1 in den Prix de Moulin. Das 1600 Meter Rennen, 450.000 Euro ist dieses Rennen dotiert. Und an diesem Wochenende in Longchamp wirklich Rennen. Also das sind wirkliche Top-Rennen, die hier abgelaufen werden. Aber dieses Rennen ist für mich das Interessanteste. Deswegen habe ich das auch rausgesucht. Und zwar hier laufen wieder Territories und Esoterik. Und auch deutsche Pferde wagen sich hier rein. Zum Beispiel Wild Chief mit Alexander Pietsch, der all seine Ritte am Wochenende in Galopp Deutscher nicht wahrnimmt, sondern er will hier Wild Chief am Sonntag reiten. Ja, letztes Mal Esoterik von vorne sehr stark gewonnen. Das war eine Top-Leistung. Da kamen Territories nicht ran und Territories, er wird immer sehr spät geritten. Also dieses Mal muss er wirklich eher in die Entscheidung geworfen werden, wenn er was ausrichten will. Wird, wie gesagt, sehr oft von hinten geritten. Und ich bin mal gespannt, ob sie diesmal die Taktik ein wenig ändern. Ja, Evedia, das würde mich auch nicht wundern, wenn die gewinnen würde. Das ist wirklich ein tolles Pferd. Schon über 800.000 Euro Gewinnsumme. Christophe Soumillon sitzt hier natürlich drauf. Und das Pferd hier mit den Gewichtsvorteilen auch ganz gefährlich als dreijährige Stute. Ja, dann haben wir noch ein Pferd aus England hier mit guten Chancen. Das heißt, das Arrod, das irisch gezogene Pferd. Aus dem Stall von Chapelheim, hier mit Andrea Azzeni, letztes Mal nur gegen Solo verloren. Ja, und danach war er, glaube ich, mal nicht Starter gewesen. Also der braucht wohl sicherlich auch guten Boden. Und das Pferd hat auch nur 1-2 Form und ich bin gespannt, wie sie den hier vortragen. Ich gehe aber mit Territories, da bin ich ja schon mal gut gefahren. Da hat er ja nämlich gewonnen. Aber er muss wirklich früh in die Entscheidung geworfen werden. Sie dürfen nicht bummeln. Und das Pferd ist für mich so stark im Finish und hat ein richtiges Kämpferherz. Und deswegen gehe ich mit Territories im sechsten Rennen im Prix du Moulin am Sonntag in Paris-Longchamp.
Und dann geht es weiter. Da habe ich noch ein Rennen für Sie rausgesucht am Sonntag in München-Riem. Und zwar die große Europameile über 1600 Meter. Ja, Pas de Deux, der hat letztes Mal alle überrascht in Baden-Baden. Gewandert mit Ian Ferguson zu hohen Odds. Das hat man eigentlich gar nicht gedacht. Jasmin Allenreder, das ist jetzt ihr bestes Pferd im Stall. Von Mitzlaff ist der Besitzer. Aber jetzt zum ersten Mal über diese Meile, über 1600 Meter. Das Rennen in Baden war über 2000. Und das Pferd kennt eigentlich nur die 2000 Meter Distanz oder höher. Also bin ich mal gespannt, ob der auch über 1600 so gut ist, wie er zuletzt gezeigt hat. Über 1600 gut sein, das ist Wildpark hier, denn seine größten Erfolge kamen über diese 1600 Meter. Letztes Mal der zweite Platz hinter Pas de Deux auf der ungewohnten 2000 Meter Distanz und kehrt jetzt wieder auf seine Spezialstrecke zurück. Ja, und der gute Schistel, das ist der Reiter hier, der ist toll in Form, wird immer wieder gelobt von den Trainern, dass er die Order perfekt umsetzt und der hat sich hier richtig gut etabliert. Dann haben wir noch Light the Stars drin, da sitzt Josef Boyko drauf. Das ist das dreijährige Pferd, die Form aus Frankreich wurde aufgewertet vom zweiten. Bourré hat ja damals dieses Rennen gewonnen und mit dem niedrigen Gewicht natürlich auch ganz stark zu beachten. Ajaxiana würde mich wundern, wenn die hier weiter startet, da waren die Formen zuletzt doch arg schwach. Ich gehe aber mit Wildpark, der Weg führt wirklich nur über Wildpark, der kann diese 1600 Meter aus dem FF und für mich kann das hier mal gehen und er kann hier seinen ersten Gruppe-Treffer landen am Sonntag in München-Riem. Das war es schon wieder mit unserer kleinen Tippsendung aus dem Studio hier aus München. Ich bin Alexander Kaiser, bis dahin machen Sie es gut und schaffen Sie was an. Tschüss!